Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trading to Millions. Heute befassen wir uns mit dem Premier League Player of the Month, der im Monat August Sadio Mané wurde. Mané könnte jetzt auch noch eine Premier League Player of the Month Karte bei FIFA bekommen. Letztes Jahr war es ja so, dass Sterling noch für den Monat August eine Karte bekommen hat. Ich habe ja dieses Jahr gesagt, okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da würde ich jetzt erstmal noch nicht investieren. Aber heute bin ich der Meinung, wir machen noch ein paar Last-Minute-Investitionen. Die kann man auf jeden Fall noch machen, denn wenn er morgen Player of the Month wird, können wir auf jeden Fall noch ordentlich Coins machen. Also da gehe ich jetzt doch den Weg ein, dass ich mir ein paar Spieler davon kaufe. Aber hauptsächlich will ich mich auch noch mit dem Player of the Month für den Monat September beschäftigen. Denn da wird auf jeden Fall eine kommen, wenn es den Player of the Month noch geben wird für FIFA 18. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ja auch die Top-Partien gab. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch in Sergio Kun Aguero investieren. Wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, wer im September noch Player of the Month werden kann, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir gehen jetzt erstmal mit Aguero und werden da auf jeden Fall, oder da zeige ich euch auf jeden Fall einen Spieler, der sehr gut zum Investieren geeignet ist. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Mané an und gehen hier einfach mal dafür auf die Kandidatenliste. Und ich würde sagen, wir machen es einfach in einem Schnelldurchlauf, denn Mané ist jetzt hier nicht so der interessantere Spieler. Auch wenn wir mit dem natürlich morgen ordentlich Coins machen können. Also für Mané brauchen wir natürlich oder könnte man natürlich Liverpool-Spieler gebrauchen. Da gibt es Klavan, der zum Abschlusspreis noch da ist. Der Linksverteidiger, der ist zum Abschlusspreis da. Klavan hat ein 78er Rating, ist ein bisschen interessanter, aber man weiß halt nie, werden da vielleicht nur die hochgewerteten Spieler gebraucht. Denn Mané ist natürlich eine Karte, wo viele wahrscheinlich den Mané haben wollen. Da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass der Preis relativ hoch sein muss, damit man Mané eben bekommt. Und da gehe ich von aus, dass das Rating hoch sein muss. Also ansonsten ist halt Joel Matip eigentlich der perfekte Spieler, den man einkaufen kann. Er kommt aus dem Senegal. Mané kommt ebenfalls aus dem Senegal. Er ist Liverpool-Spieler und hat ein hohes Rating. Hat das höchste Rating, glaube ich, was ein Spieler aus dem Senegal überhaupt hat. Wir müssen jetzt mal bei mir gucken hier. 83 hat er, da gibt es noch Koulibaly, der 84 hat, und Mané selber, glaube ich, der 84 hat. Sonst Matip, der eigentlich die beste Investition. Allerdings ist bei ihm so, er hat schon einen hohen Preis. Ich habe jetzt hier 4.400 bezahlt. Wenn er morgen nicht Player of the Month wird, kann es sein, dass der Preis natürlich morgen dann ordentlich fällt. Wobei er eben halt immer noch Premier League Spieler ist und ein hohes Rating hat und am Wochenende ja auch wieder die Weekend League ist. Oder ist sie überhaupt am Wochenende? Ich glaube erst nächstes Wochenende, aber der wird auf jeden Fall auch nochmal auf den Preis kommen. Also so hoch kann das Verlust oder kann das Verlustgeschäft auf jeden Fall nicht werden. Kann man mal einmal riskieren. Ansonsten würde ich es jetzt nicht so empfehlen, so viel Coins da zu investieren. Ansonsten halt diese Abstoßspieler. Und dann, was auf jeden Fall interessant ist, die Ex-Vereine von Sadio Mané. Und zwar ist das einmal RB Salzburg, also Red Bull Salzburg, wo man auf jeden Fall viele Silberspieler findet. Man findet, glaube ich, nur diesen Stürmer hier als Goldspielerkarte. Den habe ich mir hier viermal mitgeholt zum Abschlusspreis. Dann habe ich mir hier ein paar Silberspieler mitgeholt, denn mit den Silberspielern, ihr wisst es ja, kann man richtig viele Coins machen. Denn Silberspieler, das hier sind zwar von einem anderen Verein, aber Silberspieler sind viel seltener auf dem Markt als die Goldspieler, sind auch seltener auf dem Markt als die Bronzespieler normalerweise. Deswegen werden da die Preise noch stärker steigen, wenn man diese Spieler braucht, denn einfach das Angebot nicht so hoch ist wie bei den Goldspielern. Vor allem zu Beginn von FIFA 18 sind kaum Spieler davon auf dem Markt. Also da kann man ordentlich was an Coins Gewinn machen. Wenn er eben nicht kommt, macht er eben keinen Gewinn, macht er aber auch keinen Verlust. Wenn ihr seht, ich habe hier 150 Coins für den Innenverteidiger hier bezahlt. Ansonsten könnt ihr noch in Metz und Southampton Spieler kaufen. Das waren die beiden Stationen nach Salzburg, die er gemacht hat, bevor er dann zu Liverpool gewechselt ist. Alternative ist natürlich noch, dass ein Premier League Team zu bauen ist bei der SBC oder halt auch ein Senegal Team, wo ihr halt in Senegal einfach mal schauen könnt, was es für Spieler gibt. Da ist es interessant, den Torhüter zu verflechten oder einen Torhüter zu verpflichten, denn da findet ihr keinen Goldspieler-Torhüter. Müsst ihr natürlich schauen, dass ihr einen günstigen Preis bezahlt. Jetzt kommen wir aber zu Sergio Kun Aguero und da gibt es erstmal hier den ersten Verein, den er in der Profikarriere hier oder seine erste Station der Profikarriere, das war natürlich in Argentinien dann. Bei Independent, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da ist auf jeden Fall dieser Linksverteidiger hier sehr interessant. Er ist ein Gold-Linksverteidiger. Es gibt kaum Goldspieler beim Team von Independent und es ist ein seltener Spieler und ein Linksverteidiger, die sowieso meistens vom Wert her mehr wert sind. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall, viele Mittelfeldspieler zu kaufen, denn die Mittelfeldspieler gibt es keinen Goldspieler und die, wisst ja, Silberspieler sind seltener. Definitiv ein gutes Investment, da welche zu kaufen, denn ihr kriegt die da
für 150 und hier den für 250 eigentlich. Und wenn ihr dann diese Spieler gekauft habt, könnt ihr rüber zu Atletico Madrid gehen und da empfehle ich euch natürlich am ehesten hier Gaetan. Er hat ein hohes Rating, was ihn sehr interessant macht. Er ist günstig für 1500 Coins. Er ist Argentinier, wird auch gebraucht, wenn man ein argentinisches Team bauen muss. Er wird gebraucht, wenn man ein Atletico-Team oder Atletico-Spieler in dem Team braucht. Und er hat ein hohes Rating und wird auch gebraucht, wenn eben er für Sergio Kun Agüero uninteressant wird oder ein anderer Spieler Player of the Month wird. Könnt ihr den Spieler immer noch versuchen, überteuert zu verkaufen und der Preis von ihm wird auf jeden Fall nochmal hochgehen. Also deswegen Gaetan eine sehr, sehr gute Investition. Wer da jetzt noch nicht investieren will, hat auf jeden Fall noch Zeit dafür, aber sollte auf jeden Fall sich nicht zu viel Zeit lassen, denn irgendwann wird es auch passieren, dass andere da investieren, dann geht der Preis automatisch hoch. Also ihr könnt diese Spieler alle verkaufen, wenn eben der Player of the Month kommt, aber ihr könnt auch die Spieler im Hype verkaufen, wenn die Videos auf YouTube davon rauskommen, zum Player of the Month für den Monat September, dann könnt ihr auch schon die Spieler verkaufen, dann macht ihr auf jeden Fall sicher eure Coins, ansonsten macht ihr sie eben nur, wenn Aquero im Endeffekt Player of the Month wird und wenn im Endeffekt die Karten gebraucht werden. Wen man ansonsten auf jeden Fall noch holen kann, ist ein argentinischer Inform, da gibt es aktuell im Team of the Week ja einen 76er, da könnt ihr keinen Verlust mitmachen, denn der ist zum Abschlusspreis da, aber dann müsst ihr halt eben eure 9600 Coins direkt investieren, die sind dann quasi weg, deswegen würde ich da auch noch ein bisschen warten, bis man den kauft. Vom ersten Team of the Week, der ist wahrscheinlich sowieso gestiegen, der Argentinier, da können wir mal noch schauen. Und ich glaube auch irgendwie noch gar nicht, dass man da argentinische Spieler momentan braucht, aber auch den kriegt ihr zum Abschlusspreis. Denn eben da gibt es halt nur diese zwei argentinischen Spieler, wenn da, ja, oder ihr holt euch einen Dybala und eben Agüero selber. Auf jeden Fall, wenn da ein argentinischer Inform gebraucht wird, dann sind eben nur zwei zur Auswahl und das ist sehr, sehr wenig für die Leute, die eben die SBC machen wollen. Da ist natürlich das Angebot viel zu gering und ich denke, dass EA das noch nicht machen wird. Aber kann man auf jeden Fall mal dieses Investment tätigen, weil wenn das so kommen würde, würdet ihr natürlich den Spieler, einen Spieler haben, der extinct auf dem Markt ist. Also das kann man schon mal garantieren. Und ihr werdet viele Coins machen, sobald dann das Price-Range hochgeht. Auf jeden Fall war es das von dem Video. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr eine andere Meinung habt zum Player of the Month, ihr irgendwelche Informationen, Tipps und wie auch immer habt, ich irgendwas falsch gesagt habe, weil das kann ich mir hierbei auch wieder gut vorstellen. Was sind immer Predictions? Da ist immer ein bisschen schwierig, alles vorauszusagen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Livestream wird es eventuell am Freitag noch spät zum Abend geben, weiß ich aber noch nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!